Sechster Dame, letzter Lauf, 300 Meter der Männer. Die beiden Chemnitzer auf den Bahnen 3 und 4. Marvin Schlegel, Lukas Schwab. Ja, es wird ein Doppelsieg für das LAC Erdgas Chemnitz. Und wir schauen auf die Uhr, 34:20, nochmal die ordentliche Zeit. Das waren die 300 Meter Sprints der Männer. Jetzt geht es gleich auf die längeren Distanzen.